Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das Vergessene Land. Ich denke, wir probieren einfach mal eine Straße der Schätze fertig zu machen, bevor wir mit dem Hauptlevel beginnen. Einfach mal so aus Test. Und beginnen tun wir mit Rollen und Springen, Rohre und Rampen, dem Rohrstopfer-Level. Ich glaube, es ist auch das letzte Level, was wir noch übrig haben, oder? Der letzte Level hört sich richtiger an. Ja. Let's go. Ah, hier muss ich springen. Ich habe mich schon gefragt, wo ich springen muss. Ah. Achtung. Nicht beirren lassen durch die... Boah, Alter. Ripp. Nicht beirren lassen durch die... Ja. durch die Stopper, wenn man durch Gegner durchfährt. 45 Sekunden haben wir dafür. Und insgesamt nur eine Minute zu anfangen, okay. Interessant. Ah ja, man kann aber auch über einen Gegner drüber springen. Damit man ein bisschen Zeit spart. Sprünge müssen aber auch sitzen, ne? Die Sprünge müssen sitzen. Oh Mann, ey. Und wenn man nur kurz springen will, darf man auch nur kurz drücken. Ich denke... Ich werde jetzt auch immer nur kurz drücken, außer ich will hier abkürzen oder wirklich über etwas drüber springen. Ja, genau, da habe ich zum Beispiel gerade nur kurz gedrückt, bin fast in die Stacheln gefallen. Aber hier bei den Bomben werde ich nur kurz drücken. Alles klar, okay. Gerade nochmal gut gegangen. Ich hab doch gedrückt. Ja. Bin mal gespannt, ob das besser oder schlechter ist, dass ich... Das hat echt ein bisschen was an Zeit gespart. Ja. Und zwei Gegner überspringen ist auch sehr gut. Okay. Ich bin mal gespannt, ob das besser ist... Erst die Straße der Schätze zu machen oder lieber erstmal... Warum denn, Mann? Oder ob es doch besser ist, lieber erstmal ein Level zu machen. Weil einerseits kann man so sehen, man macht die Straße der Schätze dann auf jeden Fall. Und kann dann hinterher schauen, yo, habe ich vielleicht noch Zeit zum Erkunden der Stadt oder so. Und macht halt das, was gemacht werden muss, sowieso erstmal direkt zu Anfang. Aber man kann es natürlich auch so sehen, dass wenn ein Level länger dauert, dass man dann... Boah, Alter! Die drei Blöcke. Dass wenn Level länger dauert, achso, wir hatten sogar nur 40 Sekunden, dass man dann den Part überzieht, wenn man am Anfang jetzt, so wie wir hier, sogar schon 4 Minuten mit einer Straße der Schätze gekillt hat. Ja, und das scheint echt... Das letzte Dingen gewesen zu sein. Außer es gibt hier natürlich noch eine, die wir noch nicht aufdecken konnten, weil die Straße, weil die Map noch nicht weit genug offengelegt war oder so, keine Ahnung. Ja, jetzt zocken wir auf jeden Fall die Invasion im Horrorhaus. Let's go. Die Welt hat mir echt bisher sehr gut gefallen. Oh, die Kameraperspektive, Alter. Ja, die Welt hat mir bisher echt gut gefallen.
Und jetzt im Horrorhaus, jetzt glaube ich, richtig geil. Ich wünsche mir eine richtig coole Geisterhausmusik. Okay. Kommt nicht wirklich. Aber das hat mich gerade tatsächlich ein klein wenig gejumpscared. Aber das Setting ist auch anders. Das ist eher so auf Neon aufgebaut. Und dadurch ist die Musik sehr passend. Oh, shit. Alter. Da wäre ich fast darunter gefallen. Okay, müssen wir drauf achten. Wahrscheinlich wird es noch ein paar andere sehr fiese... Oh. Ja, okay. Ist drei Snacks, die von Geistern versteckt wurden. Ich würde kurz zurückgehen. Hier nochmal im Bereich schauen. Aber ich denke, wir werden... hau ab. Ich denke, das wird der erste gewesen sein. Ja, aber dadurch, dass Kirby fliegen kann, ist das auf jeden Fall sehr leicht, hier durchzukommen. Mir ist das generell schon sehr oft aufgefallen, dass man einfach ein paar Passagen sehr gut überspringen kann oder überbrücken kann, indem man einfach fliegt. Oh, was? Nee. Achso, Moment. Ah, nein, nein, wir brauchen das ja nicht. Ausspucken. Sorge, Per. Das sieht cool aus. Leuchten. Läuft Kirby langsamer? Ja, Kirby läuft langsamer. Und kann er auch nur für eine gewisse Zeit leuchten, oder wie? Nö, kann er durchgehend. Okay. Dann machen wir es einfach, würde ich sagen. Ist das ein Snack oder... Was ist das? Das ist ein Snack. Ja. Okay. Moment, kommen wir hier rüber? Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Dann können wir doch eher weiter hier hinten darüber. Müssen wir denn... Moment mal. Ein Moment. Okay, wir können hier nicht abkürzen. Wir können nicht abkürzen. Daran haben sie gedacht. Wir müssen uns durch das Labyrinth durchschlagen. Ach, guck mal. An den Kreisen wird immer was aktiviert. Und da haben wir eben... Ah, nee. Hä? Was ist denn hier? Ja, okay. Dann halt doch nicht. Dachte, wir hätten hier dieses Ding aktiviert. Also diesen Schieber. In dem wir da geleuchtet haben. Aber nö. Die Kreise sind einfach nur... Random hier irgendwo auf der... Auf dem Boden. Na gut. Hä? Ach so, ja, okay, das war jetzt nicht... Ja, okay, das zählte jetzt nicht als versteckt. Okay. Na gut. Und die zählen auch nicht als versteckt. Hier ist eine Kaps. Ah, ja, okay. Ja, okay. Nice. Schönes Ding. Und wenn die... hau ab. Was mache ich da gegen die? Weglaufen? Einfach nur... Oder kann ich auch was gegen den machen? Ja, okay.
Er lässt mich tatsächlich jetzt in Ruhe, aber anscheinend nur, weil hier ein weiterer ist. Da ist ein Bonusraum, okay. Ups. Okay, hier geht's weiter. Das ist ein verstecktes Ding? Ja, tatsächlich. Das war ein versteckter Snack. Aber den hat man echt gut gesehen eigentlich. Also, pff, komisch. Okay, hier ist ein Waddle Dee. Sehr nice. Okay. Das ist der dritte? Ja, okay, da war ein Bonusraum. Aber wo ist denn der, wo ist denn der erste? Ich denke mal, dass der hier im Bonusraum der zweite sein wird. Oh, das war sogar ziemlich knapp. Also frage ich mich, wo ist der erste? Okay. Müssen das kurz ablegen, damit wir hochkommen. Und wir brauchen den Boomerang. Oh. Nein! Das kann nicht sein. Ich dachte, wir können das so lange aufladen, wie wir wollen. Ist er weg? Nein. Tatsächlich nicht. In alten Kirby Games wäre es so gewesen, dass wir es nicht nochmal machen können. Ich hätte das sogar besser gefunden, wenn wir es nicht nochmal hätten machen können. Aber ich dachte halt echt, wir können ihn so lange aufladen, wie wir wollen. Also, ja. Da bin ich einfach von etwas ausgegangen, wo es eigentlich klar war, dass es nicht geht. Wie gesagt, ich frag mich immer noch, wo der erste sein soll. Aber kriegen wir hin. Okay, hier muss die Lampe dann tatsächlich liegen bleiben. Oh, okay. Das zählt auch nicht als versteckt. Ja, okay. Wahrscheinlich sind die Dinger, die versteckt sind, in irgendwelchen Ecken. Und wirken tatsächlich auch ein bisschen versteckt. Liegen nicht einfach auf dem Weg rum. Zum Teufel? Geil. Oh. Aber dadurch ist hier eine Truhe erschienen, oder? Ich glaube, die war gerade nicht da. Und die galten jetzt auch nicht als versteckt, die Snacks. Hm. Obwohl ich dafür quasi ein Rätsel lösen musste. Ah ja, stimmt. Ich vergesse, dass man mit dem Chakra-Boomerang eher schnell hintereinander angreifen muss. Okay, da ist nichts. Ja. Hallo. Fall um. Ja. Zack. Hä? Wo sind die? Wo ist denn die? Ich bin doch... Ich hab doch versucht zu fliegen. Okay, geil. Okay, die sind hier oben. Ich dachte, wenn man die Wand zum Umstürzen bringt, dass man dann die Kapsel einsammeln kann. Weil die da drauf liegt auf der Wand. Aber anscheinend nicht. Na gut. Oh, und da ist der letzte Snack. Der ist auch sehr gut zu sehen. Nice.
Sehr schön. Sonst haben wir nichts. Okay. Ja. Okay. Oh, geil. Let's go. Vollstopfen. Mhm. Dann bin ich mal gespannt, wofür... Aua. Wofür das ist. Ich denke, wir werden die diese Dosenfähigkeit noch brauchen. Mhm. Ja. Hä? Hätte man denn die Münze holen sollen? Oder fährt das Ding zurück? Weil da ging es nämlich noch nach links. Ich hätte mir halt echt gut vorstellen können, dass das Ding jetzt nochmal zurückfährt. Aber anscheinend nicht. Vielleicht, wenn man... Autsch. Vielleicht, wenn man sich hier drauf stellt. Nee. Was macht man jetzt? Ja, okay. Einen Moment. Machen wir es so. Und los geht's. So. Ja, okay, stimmt. Man kann die... hopp. Man kann die wegschießen. Und wir haben den letzten Waddle Dee. Wusste, man braucht das nochmal. Aber irgendwie kann man da doch auch nach links abbiegen bei dieser einen Sektion. Oder nicht? Zumindest kann ich mir das gut vorstellen. Ha, sehr, sehr komisch. Schließe den Abschnitt ab, ohne Geist-Gordos zu berühren. Okay. Ach, diese Stachelviecher da. Okay, ja. Ja, okay. Kriegt man hin. Ich würde sagen, wir machen das jetzt nochmal, aber wenn sich... Ja. Das wollte ich noch ergänzen, aber wenn sich Straßen der Schätze öffnen, dann machen wir die. Obwohl, ich muss es ja sowieso on-cam machen, ne? Okay, ich mach den Abschnitt jetzt nochmal. Ich speede durch. Und schau. Ups. Shit. Kacke. Egal. Und schau dann nochmal hier nach dem versteckten Waddle-Dee, nach dem ersten. Hör aber dieses Mal auch genau hin. Boah, Alter. Krass. Zack. Und da haben wir denn die Chakram-Fähigkeit. Die nicht diese komische Geisterpapp. Dieses komische Geisterpapp-Ding zerstören kann. Okay. Aua. Hau ab. Okay. Wie das auch der Buhu-Sound ist. Mega nice. Aua. Drecksau. Mann.
Hier höre ich tatsächlich nichts. Nee, hier ist nichts. Hoffen, man hört das überhaupt. Wo der Waddle Dee ist. Der zweite dürfte ja da hinten schon sein, ne? Da muss der erste. Hier vorne sein. Irgendwo. Moment, da ist eine Münze. Warum ist da eine Münze? Seht ihr das da? Da ist eine Münze in der Mitte. Kann man da hin? Ah, ja, so. Und dann nehmen wir nochmal die Kapsel mit. Glühbirnenstopfer, ey. Ah, nein, hau ab. Okay, das ist tatsächlich der normale Weg. Da war nochmal ein Weg. Ich wusste, ich habe irgendwas übersehen oder vergessen oder was auch immer. Ich hatte es... Ah, okay. Hier ist aber nur Bonus. Na gut. Nein, hau ab. Okay, der kommt nicht weiter. Das ist sehr gut. Und, ja. Also der Waddle Dee scheint irgendwo ganz am Anfang zu sein. Ich werde allerdings das nicht on-cam machen. Ich habe jetzt nur zeigen wollen, wie ich das mit dem Gordos mache. Das tatsächlich eine Challenge nochmal ist. Aber... er wollte schon wieder nicht fliegen. Aber wie das mit den... okay, nice. Wie das mit den Waddle Dee ist, wo der ist, das könnt ihr ja nachschauen. Muss man ja nur hinlaufen. Außer es ist irgendwie ein Bonusbereich mit irgendeiner Challenge. Irgendeiner besonderen. Dann würde ich das natürlich auch nochmal zeigen. Irgendwie am Anfang des nächsten Parts, aber dann... Das werde ich jetzt nicht mehr... Hau ab! Mann, mach doch! Lass mich doch... Ach so. Man braucht zwingend den Dosenautomat, sonst kommt man gar nicht weiter. Okay. Oh. Stimmt. Nochmal in Deckung gehen. Und zack. Alles klar. Gut, Leute, ich würde sagen, da es keinen wirklichen Mehrwert bietet, würde ich erstmal sagen, hier kann man dann nicht lang, da links? Ja, keine Ahnung. Da es keinen wirklichen Mehrwert bietet, dass ihr jetzt hier noch beibleibt und zuschaut, wie ich den Abschnitt zu Ende spiele, weil ihr habt halt schon gesehen. Würde ich sagen, beende ich hier erstmal den Part. Bedanke mich fürs Zusehen. Könnt gerne ein Like und ein Abo dalassen, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und mal schauen, was mit dem
ersten Model wie es. Bis demnächst und ciao. Zerstöre 13 Aliens mit dem Automatenstopfer. Ja, okay, ja, da muss man einfach nur alle zerstören. Also, alles gut. Ich denke, das werde ich nicht zeigen.